Herzlich willkommen zum GIMP-Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie man das Stiftwerkzeug richtig einsetzt. Ich erzeuge erstmals ein neues Bild, Datei neu, wähle eine gewünschte Größe und klicke auf OK. Wenn ich nun links in meinem Werkzeugkasten den Stift suche und ihn auswähle, so kann ich mit diesem einfachen Werkzeug auf meinem Bild Linien malen. Ich halte dazu einfach die Maustaste gedrückt und ziehe über das Bild. Linien können nicht nur wie hier in schwarzer Farbe gezeichnet werden, sondern auch in anderen Farben. Um die Farbe zu ändern, dient mir hier das Werkzeug für die Vorder- und Hintergrundfarbe. Ihr seht, hier gibt es zwei verschiedene Farben. Schwarz ist in diesem Fall meine Vordergrundfarbe, Weiß meine Hintergrundfarbe. Ich kann auch mit einem Klick auf diesen Pfeil die Farben austauschen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Rot will als Vordergrundfarbe, klicke ich hier inmitten des schwarzen Feldes und kann mir im neuen Dialog eine Farbe aussuchen. Ich gehe hier in den roten Bereich hinein, sage OK und wenn ich jetzt wieder mit dem Stift zeichne, so ist die Linie rot. Klicke ich hier unten auf dieses Symbol, so werden wieder die Farben schwarz und weiß ausgewählt, da man diese beiden Farben sicherlich am häufigsten benötigt. Bei vielen Projekten müsst ihr ganz gerade Linien zeichnen und ihr werdet feststellen, wenn ihr das versucht mit der Maus zu machen, so ist es relativ schwer. Man braucht da schon ein sehr ruhiges Händchen und es ist fast unmöglich. Doch Gott sei Dank gibt es in GIMP die Möglichkeit, auch eine gerade Linie relativ einfach zu zeichnen. Dazu brauche ich die Hilfe der Tastatur. Es gibt die sogenannte Umschalttaste. Das ist die Taste mit dem Pfeil, der nach oben zeigt, mit dem ich Großbuchstaben schreiben kann. Und wenn ich einmal an dem Anfang der Linie klicke, dann die Umschalttaste drücke, dann seht ihr schon, erscheint so eine graue Linie. Und wenn ich jetzt am Ende der Linie nochmals klicke, dann zeichnet mir GIMP eine ganz gerade Linie vom Anfang zum Endpunkt. Sollte diese Linie jetzt zum Beispiel ganz waagrecht oder ganz senkrecht sein, dann kann ich dies mit der Steuerung Taste allein auch nur schwer bewerkstelligen. Hier gibt es einfach zu viele Möglichkeiten. Aber wenn ich zusätzlich zur Umschalttaste die Steuerungstaste drücke, so wird die Linie ganz gerade. Sie kann also waagrecht oder senkrecht gemacht werden. Ihr seht schon, auf diese Art und Weise kann ich beispielsweise ganz einfach ein Rechteck zeichnen. Auch eine Linie im 45 Grad Winkel ist mit diesen beiden Tasten nicht schwer zu realisieren. In diesem Video habt ihr gelernt, wie ihr das Stiftwerkzeug verwenden könnt. Ihr habt gelernt, wie man verschiedene Farben einstellt und ihr habt gelernt, wie man mit Hilfe der Tastatur gerade Linien bzw. Linien im 45-Grad-Winkel zeichnen kann.